Bitte hört mir bei diesem einen Video mal zu und macht das nach. Ich bewerte euch den Rest eures Lebens. Brotzeit-Game für immer verändert. Eins meiner Lieblingsessen, und es klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es ist richtig gutes Brot mit richtig geiler Butter. Für das gute Brot geht auf jeden Fall zu meinem Freund Josimula auf seinen Kanal. Für die geile Butter nehmen wir ein Hack aus der gehobenen Küche. Auf geht's. Zuerst lassen wir einen Block Butter, sprich 250 Gramm, bei Zimmertemperatur schön weich werden. Und weil wir Butter so lieben, wiegen wir nebenbei nochmal 120 bis 130 Gramm Butter ab. Also sowas wie eine komplette Verbutterung gibt's hier nicht. Das tut einem ja nicht weh. Das zweite Stück mit 130 Gramm lassen wir jetzt auf mittlerer Stufe erstmal schmelzen und dann karamellisieren wir das Ganze zur Nussbutter. Die Nussbutter füllen wir jetzt so wie sie ist in eine große Schüssel. Pack die flüssige Butter jetzt für 15 Minuten einfach mal in den Kühlschrank, damit die so ein bisschen härter wird. Und genau jetzt, Leute, wird's spannend. Wir vermengen nämlich jetzt unsere zimmerwarme Butter mit der gerade eben kühlgestellten Nussbutter. Und mixen das Ganze einfach einmal auf. Grobes Meersalz dazu. Guckt euch doch einfach mal an, wie das hier aussieht. Und fertig ist eure aufgeschlagene Nussbutter. Auf geht's!